So, jetzt wollen wir noch den Stellantrieb hier im Flur montieren. Dazu machen wir erstmal das Caption hier ab. Und zwar, ich habe ja gesagt, ist das große Testfeld hier. Das heißt, wir werden auch einen Stellantrieb eher hier im Einsatz haben. Nachher unten im Bereich noch mehrere, aber in der Wohnung mal einen. Sonst die anderen machen mit Tri. Das zeige ich euch dann noch. So, und zwar stelle ich gerade fest, dass ich wohl einen Adapter brauche, weil das vom Gewinde nicht passt. Da brauchen wir einen anderen Adapter. Da gucken wir jetzt mal, was wir so für Adapter haben, weil wir müssen hier in der Ecke weiter nach vorne. Ne? Oder kann man das Teil hier nochmal schrauben? Ne, damit dreht man. Oder? Ja, das ist innen drin komplett locker. Okay. Was hier brauchen wir einen anderen Adapter ist vorne drauf und da gucken wir mal, was wir für so Adapter noch alle haben. So, haben wir direkt Besuch hier noch, der uns besucht hier. Ja, das ist ein bisschen eng auf der Fensterbank zu drehen. So, und zwar brauchen wir den Adapter VA78, der hier drauf kommt. Der kommt hier hinten so drüber. Und das optisch. Machen wir die Imbusdinger so zur Seite, dass man es nicht so sieht hier. Ja, die Madenschrauben. So. Und da hinten auch. Gibt es halt eben, haben wir im Shop drin, die verschiedenen Adapter für verschiedene Stellantriebe. So, und jetzt müssen wir nur den anderen Stellantrieb hier vorne das Ding rausholen, Knopf drücken und den rausholen. So. Und jetzt können wir den dann hier draufklipsen, klingen. Das habe ich jetzt hier runtergeschmissen. Ach, das Abdeckplättchen. Wenn man die mit 24 Volt versorgen will. So. Das brauchen wir eigentlich nicht. Einmal weglassen. Kommt eh nach unten. So, oder nach hinten. So, und jetzt tun wir den hier außen hier aufmachen. Den Stellantrieb. Da sind ja Batterien bei. Duracell Industrial. So, da unten ist reingemalt, wie rum die reinkommen. So. Und so. Und jetzt blinkt er da hinten drauf in allen Farben. So, er blinkt jetzt da munter. Jetzt gehen wir in die Config. So, dann gehen wir auf die Airbase Extension und sagen Air-Geräte suche. Mal gucken, ob er ihn findet auf die Entfernung. Da ist er. Der Empfang wird später noch besser werden, wenn wir noch mehr Geräte haben, die dann stromversorgt sind, wird es auch noch geben. Man sieht auch, der blinkt jetzt da, weil ich da gerade drauf bin. So, und der Montageort wäre in dem Falle der Heizkörper. Heizkreisverteiler haben wir gerade keinen, aber die kann man gerade jetzt nicht hier wegmachen. Ja, haben wir keinen. So, Gerät einlernen. Zack. So, und jetzt tun wir erstmal reinspeichern. Aber Air-Gerät muss man innerhalb einer gewissen Zeit auch gespeichert haben, sonst kann man nur von vorne anfangen. Jetzt brummt der Motor. Jetzt fährt er. So, und jetzt nehmen wir F5. Intelligente Raumregelung. Zack. Flur, Klima. Nehmen jetzt von dem Touch Tri im Flur, nehmen wir jetzt, den ziehen wir jetzt einfach hier so drauf und dann wird er dann die Temperatur gelernt haben. T wie Temperatur, der weiß direkt, dass die Temperatur ist, dass kein T5, kein Taster ist oder Luftfeucht oder sowas. So, und gehen jetzt auf die Airbase, hier ist der Stellantrieb. Und nehmen den Stellantrieb. Und ziehen ihn hier drauf. Flupp, er hat ihn direkt an H gehängt, weil wir haben hier nur Heizen. Wir können mit dem Kaltkörper es nicht kühlen. So, H wie Heizen. So, und jetzt tun wir den dann speichern.
Was wir noch machen, das zeige ich euch gerade noch, und zwar hier bei Smart Home Allround Bastler hier vorne. Messen wir hier oben drauf. Und zwar dieses automatische Speichern aktivieren wir noch, ganz wichtig. Alle 100 Sekunden speichern. Ne? Das auf jeden Fall, man nicht irgendwo mal Programmsturz ab, mal Pech gehabt, 100 Sekunden speichern. Hier oben die beiden Häkchen, automatische Updates sitzen lassen. Das ist für Sicherheitsupdates. Optimierung oder irgendwelche Störungen oder sowas, dann gibt es ja noch, ob der Minister im Alpha-Status, im Beta-Status oder sonst was ist. Aber automatische Updates, das wären bei normalen Nutzern sicherheitsrelevante Updates, wenn größer, gröberer Fehler festgestellt wurde, hat man noch nicht. Aber das Programm prüft dann immer nachts, oh, gibt es ein Sicherheitsupdate? Nein, ja und so weiter. Logson Log kann man auch, eigentlich auch, kann man auch drin lassen. Das ist im Fall eines Reboots, irgendeine Systemstörung oder sowas, kann Logson, schickt dann die Daten an den Logson Log Server. Wenn da irgendwo mal ein Fehler auftritt, dass dann das analysiert werden kann. So, das tun wir jetzt auch mal reinspeichern, dass wir alle 100 Sekunden die Zwischenspeicherung haben. Das ist natürlich wichtig, dass man da nichts, dass nichts verloren geht, weil kann ja mal der Rechner abstürzen, Akku leer, was weiß ich was, war nicht gespeichert. Deshalb das immer mit reinbauen. So, jetzt gucken wir mal im Gerätestatus. Jetzt ist ja wieder Programm identisch. So, Gerätestatus. So, der Shell-Antrieb ist jetzt momentan noch, hat noch eine ältere Version, wie man hier sieht, weil die sind ja auch hier so orangisch. Ne? Und hier sieht man zwei Balken empfangen von den vier Stück, weil er relativ weit natürlich vom Schaltschrank entfernt ist. Aber das verbessert sich natürlich. Wir haben sogar keinen Vermittler, weil es keinen gibt. Wenn irgendwelche stromversorgten Geräte in der Nähe dann sind, stromversorgte R-Geräte, dann wird automatisch dann der Miniserver, der wird das R-Gerät dann automatisch zum Repeater, was dazwischen ist, und schon hat man dann einen besseren Empfang. Das zeige ich euch dann, wenn das soweit ist, dann irgendwann zeigt er die Vermittler dann auch an, dass der Empfang noch besser wird. So, das heißt, er wird irgendwann wieder seinen Status mal aktualisieren. Das dauert immer ein bisschen, weil bei R-Geräten dauert es ein bisschen länger, weil beim R-Protokoll ist es so, das ist ja geregelt in Deutschland. Alles, was über Funk geht, darf nicht dauerhaft senden, sondern das muss immer Impulspause sein. Und deshalb wird er irgendwann mal sein Update mit loslegen. Und das macht er dann irgendwann so zwischendurch mal. Das R-Gerät dauert immer etwas länger, weil das technisch bedingt ist. So. Das heißt, haben wir den auch drin. Und da können wir jetzt auch mal auf den Flur gehen. Jetzt hier. Wir können jetzt hier mal die Live-View starten. So, wir haben 20 Grad. Der Antrieb ist nicht angesteuert. Jetzt gehen wir hier drauf. Das ist eine gewisse Logik auch dahinter. Sonnenschein verwenden. Wir werden irgendwann nochmal die Sonnenschein verwenden Geschichte. Das zeige ich euch dann, wenn wir die Wetterdaten uns vom Dach holen und aus dem Wetterservice. Das kommt auch noch. So, Komforttemperatur 20 Grad. So, wenn wir jetzt die Komforttemperatur mal auf 22 Grad einstellen würden, die Miniserver speichern. Das kann man später in der App machen, das ist jetzt nur gerade mal so zum Testen. Wupp, ist das jetzt hier auf 10 gesprungen. Der Antrieb fährt jetzt komplett auf. Antrieb fährt komplett auf, weil wir haben jetzt 20,1 Grad, aber wir haben noch keine 22 Grad. Da fährt natürlich der Antrieb auf und wird jetzt warm machen. Eigentlich ist das Fenster oben drüber gekippt, deshalb Fensterkontakte müssen wir natürlich später auch noch einbinden an diesem Baustein hier. Was an die intelligente Raumregelung noch dran gehört, zeige ich euch gerade hier, und zwar MV, Movement. Das heißt, man hängt den Bewegungsmelder, die Bewegung des Bewegungsmelders auch mit auf die intelligente Raumregelung. Das ist dann, wenn... Mal, irgendwann kommt Nachtabsenkung abends irgendwann, das kann man alles einstellen, wie viel Uhr das ist und sowas, das kann man dann hier, wenn man einen Doppelklick drauf macht, hier kann man noch verschiedene Sachen einstellen, aber hier kann man gucken dann in der Nachtabsenkung, wann er das macht, Schaltzeiten kommt man da eben einfach sehen hier, Schaltzeiten, kann man hier noch einstellen, wann ist welche Temperatur, kommen wir auch noch zu. Das heißt, wenn dann immer noch Bewegung ist in dem Raum über längere Zeit, abends länger, wird die Zeit nach hinten rausgeschoben, auch wenn längere Zeit niemand den Raum benutzt, dann fährt der Antrieb dann zu und hält den Raum dann mit einer ganz niedrigen Temperatur, damit auch nichts irgendwie mal einfrieren soll oder sowas. Ne? Das kommt auch noch, erkläre ich euch auch später noch. Aber gut, jetzt haben wir das auch schon mal in Betrieb. Ne?